Herr Hartung, was sind die Zielsetzungen Ihrer Allianz? Die Ziele der Allianz zwischen Fraunhofer Mewis und Siemens Healthineers sind, auf der Basis von großen Datenmengen Algorithmen zu entwickeln und Anwendungen zu entwickeln, die es unseren Anwendern erlauben, bessere diagnostische Entscheidungen zu treffen und möglicherweise auch Hinweis auf eine weiterführende Therapie zu bekommen. Herr Professor Hahn. Ja, Fraunhofer Mewis möchte natürlich auch die Forschung in diesem Gebiet weiterführen und gemeinsam schrittweise in die Klinik bringen. Und zusammen schaffen wir das, das auch produkttauglich zu gestalten und die Evaluierung so zu machen, dass es für Produkte dann funktioniert. Wie sehen die nächsten konkreten Schritte aus? Wir arbeiten eng mit Kliniken zusammen an zwei wichtigen Fragestellungen. Das eine ist das Thoraxkarzinom und das zweite ist Brustkrebs. Und mit den klinischen Partnern sammeln wir erstmal Daten, integrieren diese und versuchen darin Muster zu erkennen, die dann wiederum mit der Therapie zusammenhängen. Also bei welchen Patienten funktioniert welche Therapie? Da wollen wir mehr Wissen zusammentragen. Und aus der Siemens Healthineers Perspektive geht es natürlich auch darum, dann diese Informationen in geeigneter Form zu unseren Anwendern zu bringen. Das heißt, wir müssen eine Lösung finden, dafür diese Informationen den Anwendern möglichst einfach und barrierefrei zugänglich zu machen. Sie fangen ja mit ausgewählten Indikationen an. Was sind die weiteren Perspektiven? Ja, es gibt noch eine Reihe von weiteren Fragestellungen, die wir dann über die Zeit entwickeln werden. Und an diesen zwei Beispielfragestellungen lernen wir, wie die Mechanismen sind, welche Plattformen und Technologien wir brauchen und wie wir die Abläufe optimieren können. Welche Indikationen sind das und wie ist Ihre Sicht auf die Perspektiven? Gut, die beiden Themen, die wir momentan im Fokus haben, ist auf der einen Seite das Lungenkarzinom und auf der anderen Seite der Brustkrebs. Beides Erkrankungen von sehr hoher Relevanz. Und wir werden dann schauen, auf Basis der Erfahrungen, was funktioniert nicht so gut und was sind die besten nächsten Krankheiten, die wir uns vornehmen, nachdem wir verstanden haben, welchen Mehrwert wir liefern können, bezogen auf die beiden eben erwähnten Erkrankungen.